Bisher bei Resident Evil Revelations. Keine Bewegung. Sie will den Selbstzerstörungsmechanismus des Schiffs aktivieren, um alle Beweise zu vernichten. Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. Sieht aus, als hätte meine kluge junge Assistentin den letzten Zug gemacht. Also, ist euch jetzt endlich alles klar geworden? Jessica! Tut mir leid, Parker. Wir sehen uns. Parker. Und damit willkommen zurück zu Resident Evil Revelations. Ja, wie wir gesehen haben, haben wir in der letzten Folge ein kleines Monster kennengelernt, das eigentlich, ja, nicht wirklich klein ist, sondern, wie soll ich das beschreiben? Einfach nur Kacke ist. So, nicht anders. So, auf jeden Fall sind wir jetzt bei Episode 11, die Offenbarung. Und bevor ich jetzt noch weiter quatsche, direkt in die Zwischensequenz. Richtig, Chris, wir schaffen das ohne Munition. Was für Parasiten? Die sind damit nicht gemeint, oder? Oh. Alles klar. Nachladen, Joel! Verdammt, und was jetzt? Ich habe Munition für euch! Oh, nice. Hallo! Feuer, Joel! Das geht! Ja, aber wir haben keinen Raketenwerfer mehr, Chris. So, Munition leer. Und die Shotty ist eine Kackwaffe hier gegen. Ach, Angel! Oh, da liegt sogar ein Heilkraut. Nachladen, Jill, nachladen. Da liegt noch ein Heilkraut, okay. Kommen wir da vorne, okay. Oh mein Gott, schneller, Jill. Nicht so lang gucken. Nimm es einfach. Nimm's dir! Oh nein! Das war jetzt richtig kacke. Sehr schön. Ach, verdammt, jetzt habe ich wirklich. Ja, Moment, ich hab meinen MG weggelegt. Ich voll Trottel. Aber du sollst die Pistole weglegen, Jill. Egal. Jill macht, was er will. Also die Viecher machen definitiv keinen Spaß. Sehr schön, wo ist die Munition? Wo? Ach, boah, leck mich. Wo ist das Mistvieh hin? Ach, ja. Laufgel. Wir brauchen keine Raketenwerfer. Und jetzt? War's das? Unglaublich, was ihr da gemacht habt. Ich lasse die Leiter runter. Kommt drauf. Puh.
War ja gar nicht anstrengend. Wo ist denn der Heli? Heli? Achso, machen sie von allein. Oh oh. Kap die Leiter, kap die Leiter. Das nennen wir nicht gar nicht knapp. Nein, noch nicht. Dieses Ding darf nicht überleben. Okay. Oh yeah, Machine Gun Power. Oh, ich dachte, das schießt tot. Und urplötzlich sitzt das wieder vor uns. Meine Güte, was hat das denn alles mit in sich drin, das Vieh? Schnell abkühlen lassen und weiter geht die Post. Ich hab doch Granaten. Möchtest du keine Granaten schießen? Doch, es schießt Granaten. Wie wir sehen, unten links am Rand, das sind die Granaten, die man aber nicht gleichzeitig mit dem MG schießen kann, sprich. Wow. Lol, das kann sogar in sich rumfliegen. Ah, verdammt. Ah, Glück gehabt, die Granate. Doch, er hat die Granate geschossen. Boom, Granate. Aber die Granaten, die laden wohl anscheinend relativ extrem langsam nach. Wow. Jetzt spucken die Mistviecher wieder rum. Das ist voll nervig. Nein. Wow. Ich muss sagen, der Heli. Oh mein Gott, ich hab nicht drauf geguckt. Ich muss sagen, der Heli-Flieger. Ja doch, der Heli-Flieger. Das ist ein guter Flieger. Das ist den Arsch gerettet. Ja, was mache ich denn, Chris? Also ich sitze hier rum und sitze vom PC und mach nichts, oder? Abkühlen. Also wie gesagt, das Problem hier mit dem Bot bleibt, der Bot halt kann die Viecher halt nicht töten. Das ist halt das Problem bei dem Bot hier. Wo schießt du hin, Chris? Chris? Ah, da. Ja, irgendwas war da oben, weil mein Fadenkreuz ist rot aufgeblinkt. Ich weiß nur nicht, was da oben war. Wir kommen da raus, bitte. Abkühlen. Was das? Also das Vieh lebt doch noch. Weg da. Ohne Spaß. Wer lässt sich denn bitte sowas einfallen? Ne? Oh yeah! Ach, ich muss E drücken. Okay. Lecker! Der sieht ein bisschen aus wie Godzilla. Zumindest der Kopf von dem.
Und das war's dann wohl mit der Zenobia. Ich bin's. Lagebericht. Auf dem Rückflug. Wir haben Parker verloren. Jessica hat das Schiff zerstört. Die FPC. Oder Morgan. Er war uns die ganze Zeit voraus. Ja, ich verstehe. Ich will gar nicht daran denken, dass das Ganze ein Fehler war. Mein Fehler. Dann legen Sie jetzt die Karten auf den Tisch, O'Brien. Und lassen Sie nichts aus. Okay. Vor einem Jahr fing alles an. Genau hier, in Terra Grigia. Das war Episode 11.1, hoffe ich doch mal. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt die Episode schon fertig ist. Nö, anscheinend nicht. Wir gehen direkt weiter in die Zwischensequenz. Terra Grigia. Ah, okay, wir sind wieder in der Vergangenheit bei Parker und Jessica. Ja, wir müssen zum Kommandoraum. Aber war das jetzt... Oh, Alter. Oh. Ja, geil. Kannst du im Video auch einfach mal auf den Kopf hauen, was mir gerade auffällt. Ich habe keine Muni mehr. Und sowas mag ich definitiv bei Resident Evil nicht. Ja, der Boss wollte den Geltungsbereich der FBC immer erweitern. Genau vor dem hier hat er die Welt immer gewarnt. Durch diesen Vorfall machte die Krise Schlagzeilen. Könnte gute Werbung sein. Ja. Vielleicht begreift die internationale Gemeinschaft es dann. Die FBC braucht noch viel mehr Einfluss. Ja, der Boss hat genau vor diesem Vorfall gewarnt. Das ist ja auch gar... Verdammte Dinge. Gar nicht merkwürdig. Ich könnte ein paar Munitionsstreifen gebrauchen. Ich glaube, das ist Raymond. Okay, wir laden mal eben schnell nach. Wow, wie viel kommen denn da bitte noch? Was halten die denn bitte aus, der verdammte Hulle? Ich glaube, ich bin verwöhnt von Shields Waffe. Ja, das war dann der letzte und ich habe wieder keine Munition. So, wir reden mal mit Raymond. Ja, es geht mir gut. Du bist schwer verletzt. Also tu nicht so. Gut, irgendjemand muss ihn stützen. Parker? Das HQ will, dass du abziehst. Aber ich kann immer noch kämpfen. Nicht sehr überzeugend. Also, los jetzt. Aber ich hätte gerne noch ein bisschen Muni. Ah, da liegt noch ein bisschen Muni. Moment, ich muss mal ganz kurz hin. Da draußen sind Zivilisten. Irgendwas tun. Sie sind in der Überzahl. Wir müssen uns sammeln. So. Und? Entschuldigung, ich musste nochmal niesen. Okay, da haben wir nichts. Keine Pistolenmuni, kein gar nichts. Wir müssen hier durch. Alles klar. Oh, da liegt zumindest noch ein bisschen Muni. Also ich hätte, wie gesagt, gerne wieder mein Genesis. Ach man, keiner da. Diese Terroristen müssen bestraft werden. Diese Bastarde. Diese Punkt-Punkt-Punkt-Dade. Toll, nichts ist drin.
Hier war doch gerade noch ein Zeitungsbericht. Also ich lese den heute mal nicht vor, weil wie gesagt, meine Nase ist wieder am Laufen und da müsste ich die ganze Zeit die Nase hochziehen. Und das möchte ich eigentlich nicht während des Lesens. Von daher müsst ihr heute mal ausnahmsweise selber lesen. Dafür scrolle ich auch langsam durch. Es kostet auch ein bisschen weniger Let's Play Zeit und ihr könnt ein bisschen mehr vom Spiel sehen. Na, jetzt habe ich die Nase hochgezogen, ich Idiot. Ich müsste mir das eigentlich auch mal durchlesen, aber das ist egal. Mache ich nachher, wenn ich render. Ich finde überall grünes Zeug, nur... Okay, ich höre rechts von mir schon wieder Schritte. Okay, Waffe ist voll. Oh. Mehr davon. Noch Raymond. Du bist zu jung für den Heldentod. Leiste was, bevor du dich opferst. Raymond ist wie Parker. Ihr geht ohne mich weiter. Ich schaff das nicht. Natürlich. Ach ja, man kann auch daran erkennen, ob die Viecher tot sind, indem man einfach auf das Fadenkreuz guckt, wenn die am Boden liegen. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt. Weil wenn sie noch leben, ist das Fadenkreuz rot. Sind sie tot, wird's grau. Muss ich hier auch durch? Ich glaube ja, ich muss mal kurz gucken, von da kam ich. Vielleicht habe ich hier noch irgendwo Muni. Mal ohne Muni ist vor allem eine Stützaktion relativ sinnlos. Hier haben wir ein bisschen Muni. Oh, wir haben eine Handgranate gefunden. Und noch ein grünes Zeug. Okay, der Abstecher hat sich zumindest ausrüstungstechnisch ein wenig gelohnt. Wir haben ein bisschen mehr Muni. Die hatten wir, glaube ich, schon, ne? Charter der FBC. Die Federal Bioterrorism Commission wurde von der US-Regierung als Behörde zur Durchsetzung der Richtlinien des Atemschutzgesetzes ins Leben gerufen. Dieses Dokument liefert einen Überblick über die Charter der FBC und die Verantwortlichkeit ihrer Mitglieder. Aufgabe der FBC ist der Schutz der Vereinigten Staaten und ihrer Interessen vor biologischen Bedrohungen. Unsere Organisation arbeitet mit anderen Staaten und ihren jeweiligen Naturschutzorganen zusammen, um die öffentliche Gesundheit zu schützen. Somit ist unsere Aufgabe der allgemeine biologische Schutz der Öffentlichkeit. Zu den Pflichten aller FBC-Mitglieder gehören Forschung, Ausbildung und Unterstützung aller Mitglieder der biologischen Gemeinschaft. Verfahren werden nur im Bedarfsfall angeregt. Zusätzliches Budget, Ausgaben und außergewöhnliche Aktivitäten müssen von einer plenaren Versammlung an die Plenarversammlung des Wildlife Protection Committees bewilligt werden. Der FPC-Vorsitzende wird vom Wildlife Protection Committee gewählt. Zu den Aufgaben des Vorsitzenden gehören die umfassende Überwachung der FPC und die Koordinierung all ihrer Aktivitäten mit den verantwortlichen US-Kabinettsmitgliedern. Die FBC hat die finanzielle Aufsicht über die National Animal Protection. Alle Mitglieder der National Animal Protection Community sind berechtigt, vom Vorsitzenden, dem Außenminister, dem Verteidigungsminister und dem Direktor für nationale Nachrichtendienste Hilfe zu beantragen. Der Vorsitzende hat jedoch das letzte Wort in allen Fragen zur nationalen biologischen Sicherheit. Okay, das haben wir doch nicht. Ich frage mich gerade, warum ich es übersehen habe. Aber okay, man kann ja auch mal Fehler machen. Oder das ist neu gespawnt. Ich weiß es gar nicht. Ich kann jetzt auch wieder gesagt nur rätseln. Weil zwischen den Folgen liegt ein bisschen Zeit. Nicht gut. Du verlierst Blut. Hier sollten wir sicher sein. Okay, die laufen von alleine.
zurück, Kadett. Warte hier. Alles wird gut. Alles klar, ich kriege ein Ziel angezeigt. Das mir wird überhaupt nicht gefällt, weil ich jetzt schon wieder mit wenig Munition irgendwo durchlaufen muss. Aber okay. Wir müssen ja schließlich Raymond retten, weil der darf ja nicht sterben, sonst wäre das Spiel jetzt wieder zu Ende. Du meinst Raymond? Burschen wie er brauchen Härte, um erwachsen zu werden. Na schön. Die Jungs und ihre kleinen Spielchen. Ja. Meister, das sagt die, die uns verrät. Wow. Schnell aufleben, nachladen. Wir waren jetzt im dritten Stock, ne? Hatte ich recht? Alles klar, wir müssen. Ja, wir sind im vierten Stock. Zumindest liegt hier noch ein bisschen Muni rum für mich. Und ich höre sie schon links neben mir laufen, also sind hier wahrscheinlich wieder ein paar Viecher drin. Aber wir durchsuchen erst die ganzen Schränke. Ach, hier war. Nee, hier. Doch, hier war ich doch schon, oder? Wenn ich mich nicht ganz irre, war ich hier schon. Natürlich irre ich mich öfters mal. Ja. Mistviecher. Alter, nein, ich habe mich gar nicht erschrocken. Oh mein Gott. Nachladen, Parker, nachladen. Nachladen, weg da. Okay, sehr schön. Oh Mann. Oh, ich habe endlich wieder Muni für meine MG. Das ist meine MP. Okay, da liegt einiges, aber ich nehme jetzt erstmal die MP-Muni aus, weil wenn ich MP-Muni kriege, dann hat das eigentlich einen bösen Vorgeschmack. Sehr schön. Na also, genau was ich brauche. Das sollte erstmal reichen. Raymond verärzten. Ohne Spaß. Ich kriege so viel MP-Munition, da kommt doch gleich irgendwas, oder? Darum benutzen wir die erstmal nicht. Ich mache erstmal die Pistole leer. Beeilung! Ich wusste, der Anfänger wollte nerven. Lass es nicht an ihm aus. Boah! Komisch, dass der mich besser trifft als ich ihn. Okay, wir müssen hier rein. Und die haben fast keine Pistolenmunition mehr. Direkt weiter, wir haben ja keine Zeit. Und ja, ich weiß gerade nicht, warum die Waffe ein bisschen nach oben gezogen habe, wo ich nicht geschossen habe. Aber okay, man kann ja nicht alles haben, ist da. Verdammt, ich bin umzingelt. Ich weiß nicht, ob es. Hör zu, Kadett. Du wirst nicht sterben. Ich befehle dir zu überleben. Wir kommen. Oh mein Gott, ja, und Jessica. Ah! Hauptsache Jessica steht hier und macht nichts. Das Wichtigste. Hier durch. Oh mein Gott. Lauf, Parker. Natürlich steht das Mistvieh jetzt direkt vor der Tür. Wird er mich veräppeln? Wow.
Wow, da ist ja noch einer. Ja, toll, ich habe jetzt keine Munde mehr. Sehr schön, alles sicher. Da war noch ein grünes Zeug. Und MG-Munition, das ist schon mal schön. Direkt nachladen und zum Kadetten. Was mich jetzt frage, ist das jetzt die Vorgeschichte von dem Teil, den wir jetzt eigentlich schon gezockt haben? Ja, oder? Kannst du dich bewegen? Ich wehre alles ab, was kommt. Weil bei dem anderen sind wir ja schon weggeflogen mit dem Helikopter. Wow. Wow. Ja, ich drücke ab und zu mal einfach auf Schuss. Aber dann haut er ja nur mit dem Messer. Was natürlich ab und zu kein bisschen nervig ist. Pistolenmunition, MG-Munition. Und noch mehr MG, jawohl, sehr schön. Eigentlich habe ich mal darauf gewartet, dass die Viecher mal aus dem Aufzug kommen, aber irgendwie kam noch kein einziges Vieh aus dem Aufzug. Aber Raymond hat doch recht. Aber alles, was ich sage, ergibt Sinn. Und das ist leider nun mal die Wahrheit. Okay, wir müssen jetzt, wir haben wieder ein bisschen Munition gekriegt, ist gut. Okay, wir sind da, wo wir in der letzten Rückblende gestartet sind. Nein, geh weg. Geh weg. Mensch, das Kinder, Mistviecher. Okay, wir sind das letzte Mal wirklich da gestartet. Ich möchte nicht hier durch. Nachladen. Ich habe zwar noch 20 Schuss, aber sicher ist sicher. Haben wir hier noch irgendwas? Da haben wir grünes Zeug. Hier liegt keine Muni. Ja, aber Pistolenmunition. Da liegt noch mal grün. Oben liegt noch mal Pistole. Komme ich da so dran? Wahrscheinlich nicht negativ. Habe ich die Munition nicht aufgenommen gehabt? Achso, okay. War gesplittet. So wie die jetzt hier wahrscheinlich. Okay, ohne Spaß, ich krieg so viel MG-Munition. Hier kommt gleich irgendwas Dickes. Ach so. Ach, ich muss. Nee. Ach, ich muss hier hoch, alles klar. Ich war gerade ein bisschen verwirrt.
dem Deckung. Wo ist denn der Kadett? Ach da. Wir kümmern uns darum. Wow, den hatte ich gar nicht auf der Liste. Der Vorteil ist, die Viecher rennen ja eh nur mir hinterher. Ups. Was natürlich auch ab und zu mal ein Nachteil ist. So, war's das? Waren das die Hunter? Bitte? Nein. Oder doch? Okay, aber ich hole mir jetzt erstmal volle Munition, weil ich bin ja nicht doof. Weil wenn ich hier... Na doch, komm schon. Ja, ich verstehe. Und ich kann dich gut hören. Das sind ja ganz hervorragende Neuigkeiten. Es läuft einfach alles ganz nach. Dann viel Spaß noch bei der Party auf der Queen Dido, Norman. Morgan, du wolltest, dass der Virus auf unserem Schiff ausbricht. Du hast uns ganz schön übers Ohr gehauen. Ich bin noch nicht fertig. Ihr erfüllt noch einen wichtigen Zweck? Mit dem Schiff haben wir eine kontrollierte Umgebung. Und die Daten über eure Mutation werden einer guten Sache dienen. Deine Dreistigkeit und dein egomanischer Ehrgeiz sind beeindruckend. Mich ekelt immer wieder an, was ihr Amerikaner euch ausdenkt. Ich nehme das mal als ein Kompliment. Wir wussten, dass du ein Risiko für uns darstellst. Also haben wir alle Interaktionen aufgezeichnet. Wird das öffentlich, dann war es das für dich. Du, was du nicht lassen kannst. Der Einsatz des Satelliten wurde genehmigt. Der neue Virus wird damit vollständig ausgerottet. Du Bastard! Es führt dich gleich dahin, wo Antwort geben wird dein Auge, wenn du den Grund siehst von der Lüfte Regen. Ach, das ist Parker, okay. Wie hast du... Jessica ist entkommen. Wir waren so nah dran. Okay. Es tut mir leid, Raymond. Die ganze Zeit hattest du recht. Ja. Gut, dass jemand den Durchblick hatte. Dafür müssen Sie sich nicht entschuldigen, Parker. Nächstes Mal rette ich Sie. Und wir machen uns zusammen aus dem Staub. Sie sind mein Mann, Kadett. Hat Parker überlebt? Erkannte, dass Morgan ein Betrüger ist. Also stellten wir ihm diese Falle. Die ganze Sache mit der Rückkehr von Vetro. Das Versteck in den Bergen. Die Koordination der Schiffe. Alles nur wegen Morgan? Sir, hätten Sie uns denn nicht einweihen können? Das Risiko war zu groß. Nicht mit einem Spitzel, der in der BSAA sitzt. Es tut mir sehr leid. Die ganze Arbeit. Und die Zenobia und die Semiramis. Ja, ich weiß. Aber noch habe ich nicht aufgegeben. Chris und Quint haben uns noch einen Joker zugespielt. Die Datenanalyse von ihnen. Das Ergebnis ist da. Und? Was ist rausgekommen? Wir hatten ursprünglich vermutet, dass Veltro bei der Terra Grigia Panik zwei Schiffe benutzt hat. Aber es gab ein drittes. Die letzte Queen. Oh ja.
Und das war Episode 11, Offenbarung. Und immerhin keiner gestorben, das ist doch mal schon mal was. Und ich würde sagen, wir gucken, ob wir was bekommen haben. Wahrscheinlich nicht, oder? Nö. Wir machen hier den Cut. Danke fürs Zuschauen und bis morgen.